Scheiße. Die haben mich gesehen. Wie ich hier in dieses Gebäude reingerannt bin. Deswegen muss ich ganz schnell in ein anderes Rennen noch. Und mich da kurz verstecken. Und jetzt schnell wieder in den Tarnmodus. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich bin da, wo ihr nicht seid. Was, ey, da leben die wieder. Fuck. Ja, mir gewünscht hatte. So. Von links. Von da kommen ganz schön viele. Da haben wir was gemeinsam. So. Gehen jetzt gerade nochmal auf die FY besser, weil dafür liegt ja eindeutig mehr Munition rum, bevor wir jetzt hier die MG-Munition, MP-Munition, Maschinenpistolen-Munition verschwenden. Tarnfeld aktiviert. Ein Großteil der Typen haben wir auf jeden Fall schon erledigt. Ah, die Schrotflinte, sorry. So, den hätten wir auch, zack. Hab wieder die Panzerung, aber wir müssen mal ausladen. Da müsste doch hier irgendwo einer sein. Wie ich der Minimap entnehmen kann, müsste der hier direkt in meiner Nähe sein. Oh, das war ganz schön knapp gerade. Der hat mir doch ordentlich eingeheizt. So, hier die Munition nehmen wir uns auch noch. Und jetzt müssen wir wohl hier rein in das Ding. Greife auf taktisches Netzwerk zu. Und auf das taktische Netzwerk zugreifen. Download abgeschlossen. Ich hab alles, Nomad. Gute Arbeit. Wie es aussieht, konzentriert der Feind seine Truppen an diesem Berg. Das erleichtert uns die Planung des Angriffs. Außerdem haben wir die Position der Ausgrabungsstätte lokalisiert. Sie müssten die Koordinaten auf ihrem PDA sehen, und zwar jetzt. Vielen Dank. Fahrzeug und bleiben Sie auf der Straße. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und bleiben Sie auf der Straße. Ja, das würde ich gerne machen. Aber erstmal ein Fahrzeug finden nach dieser Aktion. Pistolenmunition nehmen wir auch mal mit. Können wir immer gebrauchen. Schrotflinte brauchen wir nicht. Da lassen wir mal die Maschinen. Das Maschinengewehr für sprechen. Ich würde jetzt eigentlich auch gerne auf diesen Tower da oben kommen. Da vorne. Das war der Tower da vorne. Weil da müsste doch jetzt eigentlich eine Sniper-Knarre vor uns rumfliegen. Ich bin zwar jetzt nicht so der Sniper-Typ, aber dafür, für eine Sniper-Knarre, würde ich mich auch von dem Maschinengewehr trennen. Weil ich glaube, in diesem Spiel ist es äußerst praktisch, so eine Sniper-Knarre auch mal anzuwenden, weil du musst ja eh viel auskundschaften vorher und dann erst attackieren, damit es nicht total in die Hose geht alles. Hier haben wir auch noch Raketenwerfer. Ach, was ist denn heute schon Weihnachten? So, und jetzt müssen wir mal schauen, was wir dafür wechseln. Die FY, wahrscheinlich nicht eher die Maschinenpistole. Problematik ist klar wegen der Maschinenpistole. Ja, fürs Präzisionsgewehr haben wir jetzt auch nicht so mega viel Munition. Ich würde sagen, da gucken wir nochmal auf den anderen Tower. Ja, da vorne kann ich ganz viele Truppen der KVA sehen, aber sie haben mich nicht gesichtet, glücklicherweise. Ist natürlich die Frage, was wir nachher mehr kriegen. Maschinen, Pistolen, Munition oder Munition für die FY71? Eine gute Frage. Die wahrscheinlich auch nicht so leicht zu beantworten ist. Was haben wir denn hier alles noch in dem Schuppen hier? Jetzt haben wir hier fast alle erledigt. Jetzt können wir uns auch mal hier halbwegs frei bewegen. Können wir diesen Hebel hier umlegen? Nein, ist ja auch kein Hebel. Sah gerade so aus. So. Okay, hier klettern wir eben auch noch auf den Turm drauf. Weil da könnte ja theoretisch noch Sniper-Munition vom Präzisionsgewehr sein. Was natürlich sehr freundlich wäre.
Präzisionsgewehr, Munition nehme ich mit und noch mehr. Ha! Hab ich's doch gewusst. So, und jetzt runter hier. Recht gut ausgestattet sind wir jetzt. Mit 20 Schuss. Da gibt es auch verschiedene Feuermodi. Ne, da gibt es nur den einen. Den ich hämmer dir einen rein Feuermodi. Und bei der Pistole. Ah ja. Nacheinander wahrscheinlich und voll drauf. Die ballern doch hoffentlich nicht auf mich. Ich hab doch gar nichts gemacht. So, jetzt brauchen wir ein Fahrzeug. Ob wir diesen Bagger hier fahren können, das wäre natürlich auch sehr, sehr lustig. Ich glaube es allerdings nicht. Dafür brauchen wir erst einen Baggerführerschein. Ha! Naja. Diesen Frauen-Anbaggern-Witz spare ich mir jetzt mal. Weiter geht's. In ein Fahrzeug sollen wir hier durch die Gegend brausen. Dieses Fahrzeug sieht nicht mehr gerade verkehrstüchtig aus. Aber wenn auch noch laufen würde, ich würde ihn nehmen. Aber da können wir wohl auch nicht einsteigen. Zur Ausgrabungsstätte. Er meint ja, wir sollen uns ein Fahrzeug schnappen. Ich bin wahrscheinlich wieder zu blind und ich sehe keine Karre. Außer diesen alten VW Golf scheinbar. Oder was das sein soll. Da hat wohl einer der Entwickler sein erstes Auto ins Spiel gebracht. Ja, jetzt auch noch ein Raketenwerfer. Ah. Alles klar, Rufit. Da vorne ist auf jeden Fall ein LKW. Ja, Junge. Da ist definitiv irgendwas. Und zwar ich bin das. Ja. Du hast gesehen. Du siehst nicht mehr. Siehst nicht mehr. Er kam, er sah und er hat verloren. So, da ist auch ein Jeepo. Ein Jeepo-Bipo. Mit dem wir uns jetzt auf die Socken machen können. Erstmal kurz ein F5er. Quicksave. Bevor wir gleich noch drauf gehen. Und wir sollen auf der Straße bleiben, bekanntlich. Ob das der beste Rat vom Colonel war, kann ich leider selber nicht bestätigen. Auf jeden Fall stoßen wir hier schon mal wieder auf Gegenwehr. Und das nicht zu knapp. Wir brettern weiter durch, wie in so einem Action-Thriller. Kommt, Leute, gebt Gas. Oh, oh. Habe ich ihn vielleicht vertan? Eine Kurve zu früh abgebogen. Alter, was haben wir denn da Feinden aufgescheucht? Ich stecke fest. Ach, behinderte Scheiße. Los, ab in Deckung hier. Uah. Wen haben wir denn da mal eben aufgescheucht? Das sind ja bestimmt 40, 50 Feinde. Haben wir einen Kontrollpunkt erreicht? Oha. Die folgen uns offensichtlich durchs Dickicht. Ich überlege gerade, ob wir einfach hier runtergehen. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Durch den Fluss schwimmen und dann auf der anderen Seite wieder auftauchen. Wo wir übrigens auch wieder auf ordentliche Gegenwehr treffen gerade. Mal einmal tauchen hier. Ein bisschen warten. Könnten denen jetzt natürlich das Boot zocken. Und sie dann eliminieren damit. Aber ich probiere mal. Ich würde gerne mal diesen Stärke-Modus noch ausprobieren hier gerade. Speichern wir mal hier ab. Weil gerade keine Feinde am Arsch. Und jetzt gehen wir mal in diesen Stärke-Modus über. Und dann probieren wir mal einen, den wir hier über den Weg laufen, so richtig schön die Fresse zu polieren. Zum Beispiel diesem Huhn. In den Boden haben wir es gerammt. Oh, dafür haben wir jetzt aber auch Aufmerksamkeit erregt und das nicht zu knapp. War vielleicht nicht so clever, das jetzt so auf diese Art und Weise zu machen. Da vorne ist einer. Maximale Panzerung, maximale Stärke.
Der ist hier ins Häuschen rein, oder was? Ja, ist er. Pam! Auf die Fresse, Alter! Auf die Fresse, Gibbet! Munition ist voll. Future Fashion! Kennen wir ja bereits, das Magazin. Okay. So, jetzt haben wir es mal probiert. Ist auf jeden Fall nicht meine Sache. Bin doch eher der Typ, der hier mit Knarre rumrennt. Zumal wir überhaupt keine Feinde aufgescheucht haben wieder. Fast niemanden, der uns ins Leder will. Ja, du kennst keine Gnade. Das weiß ich bereits. Das kennt ihr alle nicht offensichtlich. Bin total die harten Kerle. Hart sind sie aber auf jeden Fall, ey. Oha. Sind wir gut erwischt worden. Also nicht zu knapp. Gib mir deine Munition und ich will weiter zum Punkt, wo ich in Sicherheit bin. Zur Ausgrabungsstätte. In Sicherheit vor allem. Stoßen Sie zur Ausgrabungsstätte vor. Finden Sie die drei anderen Geiseln. Laut unseres Geheimdienstes werden Rosenthal und sein Team in der Ausgrabungsstätte festgehalten. Wissen wir bereits. Da kommt wieder der scheiß Hubschrauber. Unser Freund der Helikopter. Ich habe keinen Bock mehr. Obwohl, ist dieses Geräusch nur der Helikopter? Kleine Ruckler mal für zwischendurch. Das ist wirklich interessant bei Crysis. Bei keinem anderen Spiel habe ich Probleme, aber bei Crysis zieht Fraps dermaßen diese Framerate runter. Normal würde ich es mit 70, 80 Frames spielen können. Und jetzt laufen wir im Durchschnitt so auf 30, aber manchmal bricht es auch auf 21 oder sowas ein. Da können wir aber nichts machen. Schließlich wollt ihr das Spiel ja sehen und es bringt auch scheinbar nichts großartig hier die Auflösung oder die Details runterzustellen. Ich habe das schon ein bisschen angepasst, ein bisschen Performance-Tests gefahren. Scheint so wohl am besten. Ja, mal weiter zur Ausgrabungsstätte. Ein bisschen ausharren kurz. Unsere Feindesradar, die Feindesanzeige, die Aggressivität wieder enorm hoch ist. So. Tarnfeld ist aktiviert. Und wir laufen hier mitten über die offene Fläche zur Ausgrabungsstätte. Und wir sind auch aufgeflogen, so wie ich das gesehen habe. Mann! Oh. 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 Ja, so habe ich mir das allerdings nicht vorgestellt. So. Alter. Granate hat er etwa gesagt. Hat der Granate gerade gesagt? Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Nachladen und ab in Deckung. Durchs Gebüsch, durch Stock und Stein, über Stock und Stein. Was hat der denn da weggesenzt, ey? Scheiße! Mann, das sind ganz schön viele. Ganz schön viele, die ich da angezogen habe. So. Wenn das nicht so viele wäre, würde ich euch auch mal gerne den Gefallen tun.
So. Haben wir alle erledigt, glaube ich. Sind tot.